Die Aufgabe des Menschen wird im Christentum gerade nicht darauf reduziert, sich dem vermeintlich unveränderbaren Gang der Welt einzufügen, sondern unser Gott hat uns dazu bestimmt, die Welt zu gestalten und unser Leben aktiv zu führen. Auch gegen alle Widrigkeiten und trotz aller Unstimmigkeiten und aller Übel, die uns begegnen. Und auch gegen das Lebensfeindliche und das Böse, das uns ja auch immer wieder begegnet. Wir sollen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern der christliche Glaube glaubt, dass wir das Leben erhobenen Hauptes aufnehmen und gestalten sollen. Das ist für unseren Glauben unsere Bestimmung. Und Gott wird die Welt so durchwalten und lenken, dass dies am Ende auch gelingt. Was für ein wunderbares Welt- und Menschenbild. Die Aufgabe des Menschen wird im Christentum gerade nicht darauf reduziert, sich dem vermeintlich unveränderbaren Gang der Welt einzufügen, sondern unser Gott hat uns dazu bestimmt, die Welt zu gestalten und unser Leben aktiv zu führen. Auch gegen alle Widrigkeiten und trotz aller Unstimmigkeiten und aller Übel, die uns begegnen und auch gegen das Lebensfeindliche und das Böse, das uns ja auch immer wieder begegnet. Wir sollen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern der christliche Glaube glaubt, dass wir das Leben erhobenen Hauptes aufnehmen und gestalten sollen. Das ist für unseren Glauben unsere Bestimmung. Und Gott wird die Welt so durchwalten und lenken, dass dies am Ende auch gelingt. Was für ein wunderbares Welt- und